Legt euer Leben, euren Leib, eure Seele und euren Geist in die Hände von Jesus Christus, des Erlösers der Welt. 1. Februar 2012, unsere liebe Frau des Sieges, Kirche St. Rosalies, Hampton Bays, New York, USA, 9.25 Uhr, während der eucharistischen Anbetung. Mein lieber Sohn, ich komme heute zu dir als eure liebe Frau des Sieges und ich gebe meinen Dieter dir und allen Brüdern und Schwestern der Welt bekannt, in Jesus Christus, der erkennt, dass sich die Erfüllung der Verheißungen des Vaters hier auf Erden ereignet, denn die Zeit ist bald da, wo ich meinen Sieg über den Teufel hier auf Erden erklären werde. So bitte ich euch alle, im Voraus zu erkennen, dass die Feier nahe ist, wenn ich als eure liebe Frau des Sieges über die Erde regieren werde. Meine Regierung während dieser Zeitspanne wird durch die Macht des Heiligen Geistes sein, durch den Vater im Himmel, der meine Rolle in dieser Endzeit, in Erfüllung der Heiligen Schrift, bestimmt hat und sie zuerst durch die Geburt meines Sohns realisiert hat, und durch euren Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Durch den Sohn des Vaters wird die Welt in sehr naher Zukunft zum Besseren verändert werden, und durch den Vater und seinen Sohn ist mir der Titel der lieben Frau des Sieges über den Teufel gegeben worden. So bitte ich euch erneut, im Voraus mit mir als eure Mutter zu feiern. Ich bitte euch, jetzt auch in Vorbereitung auf die schweren Zeiten, die hier auf Erden noch kommen sollen, zu feiern. Das geschieht nicht, weil die schweren Zeiten für die Menschheit vom Vater im Himmel vorherbestimmt wurden, sondern weil seine Kinder versagt haben, indem sie sich den Schlingen und Fallen des Teufels unterworfen haben, der die Menschheit in einen Zeitabschnitt hier auf Erden geführt hat, wo die Sünde zu herrschen scheint. Die Sünden der Menschheit haben die Zustände verursacht, mit denen sich die Welt jetzt befassen muss, aber der Vater im Himmel wird aufgrund seines Plans für die Menschheit alle Dinge zum Besseren ändern. Bis dahin ist es für euch alle notwendig, meiner Anweisung und meinem Ratschlag an euch zu folgen, der ziemlich einfach ist. Jeder einzelne von euch muss sein Leben, seinen Leib, seine Seele und seinen Geist in die Hände von Jesus Christus, dem Erlöser der Welt, legen. Nur durch meinen Sohn Jesus werdet ihr imstande sein, die kommenden Zeiten mit allen Schwierigkeiten, denen ihr begegnen müsst, zu überleben. Ich muss euch warnen, dass es weltliche und mächtige Führer gibt, die jetzt hinter den Kulissen agieren, um die Pläne des Vaters für die Menschheit zu durchkreuzen, eine Gegebenheit, die in der Menschheit seit Beginn des Falls der Menschheit im Garten Eden bestanden hat. Aber jetzt in diesen Zeiten haben die Günstlinge des Teufels die Kontrolle über eure säkulare Welt in listiger und irreführender Weise übernommen, um euch alle in einen Zustand der Versklavung zu bringen, mit Hilfe der wenigen, die Satan ehren, der an der Spitze der Macht und Kontrolle steht. Leider für diese armen Seelen, denn die Macht und der Einfluss des Teufels wird immer schwächer aufgrund der Gebete des treuen Rests, welcher dem Teufel auf eine sehr starke Weise entgegenwirkt. Wie ich dir früher gesagt habe, mein Sohn, können die Gebete einer Gruppe von 20 Leuten eine Nation vor Krieg bewahren, und die Gebete der Gläubigen bei der eucharistischen Anbetung meines Sohns Jesus sind die stärksten Gebete, um den Weltfrieden herbeizuführen und den Teufel zu besiegen, der bald unter meinem Mantel als die Mutter des Erlösers der Welt zermalmt wird. So muss ich euch allen gegenüber erneut wiederholen, dass ihr euch in die Hände meines Sohns, des Herrn und Erlösers, Jesus Christus, legen müsst. Indem ihr täglich tut, um was ich euch bitte, werdet ihr auch während dieser äußerst schweren Zeiten unter den Schutz meines Mantels und meiner Gnaden kommen. Noch einmal muss ich euch gegenüber auch wiederholen, dass ihr auch keine Angst haben müsst, diese schweren Zeiten mitzuerleben, denn ihr steht unter dem Schutz des dreifaltigen Gottes, und durch die Barmherzigkeit Gottes steht ihr auch unter meinem Schutz als eure selige Mutter. Deshalb müsst ihr jetzt begreifen, dass ihr keinen Grund habt, euch zu fürchten. Allein aus diesem Grund solltet ihr meine Krone und meinen Titel als eure liebe Frau des Sieges anerkennen. Denn der Sieg des Guten über das Böse soll bald da sein, aber nur wegen und durch die Barmherzigkeit eures dreifaltigen Gottes. Geht deshalb hin und reicht euren Brüdern und Schwestern eure helfende Hand und verkündet in diesen Zeiten die Lehre eurer lieben Frau des Sieges öffentlich, denn durch euer Gebete wird nach der äußerst schweren Zeit, die bevorsteht, der Sieg zu der Menschheit kommen. Meine Kinder, ich kann nicht tiefgehender ausdrücken, wie innig ihr geliebt werdet vom Vater im Himmel,
von seinem Sohn, dem Retter der Welt, und vom Heiligen Geist, der in diesen Zeiten vom Vater im Himmel auf euch herabsteigt als ein Schutzmantel ebenso wie durch den Mantel eurer himmlischen Mutter, die euch in eine Zeit des Friedens auf Erden für die ganze Menschheit führt. Die Botschaft endet um 9.45 Uhr. Unsere liebe Frau des Sieges. Die Lehre unserer lieben Frau des Sieges. Legt euer Leben, euren Leib, eure Seele und euren Geist in die Hände von Jesus Christus, des Erlösers der Welt.